Ja, hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Ribbity-Runde BioShock Infinite. Ja, ich bin Nicht wieder mit mal ein Lady kleiner Comstock. Tollpatsch. Ja, habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Ja, der Spoonie, der ist ein kleiner Tollpatsch, wie gerade gesagt. Ja, schön. Ja. Es tut mir wirklich sehr leid. Wir hatten einen kleinen schönen Bossfight hier. War wirklich sehr episch. Aber dann habe ich die ganze Episode einfach mal ohne meine Stimme aufgenommen. Ach ja. Ich könnte mich immer noch selbst dafür schlagen, aber was soll man tun? Es ist nun mal passiert und das Ganze nochmal spielen will ich euch jetzt nicht antun, weil dann. Ah, dann kenne ich ja eigentlich schon alles und tu dann nur noch so. Und dann ist es ja auch nicht mehr cool. Dann ist ja eigentlich kein Let's Play Blind mehr. Also, wir haben die Mutter von Elizabeth aufgewacht, Alles kaputt. beziehungsweise das, was von ihr Wie übrig soll sich die geblieben Stadt ist. je davon erholen? Am besten gar Sie ist nicht. jetzt ein Geist und wir haben den Geist schon ziemlich geschwächt und wir haben auch eine neue Fähigkeit dazu bekommen. Die kann ich euch gleich mal zeigen, nachdem ich mir ein bisschen Munition für. Ja, das hat es jetzt, glaube ich, nicht so gebracht. Hier, für die Kasse. Ja, Okay, klar. Nehme hier. ich doch immer gerne. Wer ist da? Diese Fähigkeit hier, mit dem Trojaner als Bildchen. Probieren wir sie doch gleich mal an den Leuten aus. Das ist eine Art Telekinese, glaube ich. Ich verstehe sie auch noch nicht ganz. Also irgendwie können wir die Energie bzw. die Schüsse der Gegner auffangen und diese dann zurückwerfen. Und für den Moment, für die wir diese Fähigkeit aktivieren, haben wir auch sozusagen einen Schutz, weil die Schüsse werden ja an sich aufgehalten und in unserer Hand gebündelt. Oh, falsche Waffe. Das war jetzt gerade eine schlechte Idee. Wir konnten uns gerade noch so retten. Oh, haben wir dafür jetzt einen Lockpick verschwendet? Beziehungsweise genutzt? Kann man ja nicht verschwendet nennen. Wenn es denn hier was Tolles gibt. Ernsthaft? Oh, wir haben ein Lockpick in dem Häus. Oh, okay. Also hier geht's weiter. Oh. Was? Mann. Jetzt dachte ich gerade, was hier los ist. Und wir haben wieder die Dubstep-Fabrik gesehen. Ja, Leute. Da waren ziemlich große Lautsprecher, die haben wupp gemacht. Und haben die Mutter von Elizabeth Mensch, wiederbelebt, oder? da ist etwas drin. Ich weiß nicht Soll ich genau. ihn öffnen? Oh. Das musst du für dich entscheiden. Aber ich glaube, du öffnest ihn so oder so, wenn ich F drücke. Ja, dann drücken wir doch mal F. Riss öffnen. Meine Mutter. Ich versichere Ihnen, Madame, ich habe keinerlei sexuelles Interesse an Ihrem lieben Propheten. Und Madame Lutèce? Zudem ist der Mann einigermaßen steril. Das ist eine Lüge. Komm und hol dir deine Bastard! Ich will, dass sie verschwindet! Achtet mal hier auf eure Wortwahl. Meine Eltern. Was? Was warst du denn für sie? Ein Kind, das sie einsperren wollten. Sie hat verdient, was Comstock ihr angetan hat. Okay. Wie hast du das vorhin gemeint, Lady Comstock? Habt ihr das auch gesehen? Sie ist beinahe animalisch. Als wäre sie eine Reflexion von. Ich dir? Weiß nicht. Von dir? Oh. Was haben wir denn hier eigentlich alles für Rohre? Wo führen die denn überhaupt hin? Ach ja, so viel kann ich euch noch sagen. Ihr habt nicht so viel von der Story verpasst. Eigentlich gar nichts, bis auf dass ihre Mutter jetzt wiederbelebt wurde. Und dann haben wir endlich die Schildkapazität genau voll. Das, was nice. Wir jetzt brauchen. Ja, das habe ich gebraucht. Dann können wir uns endlich mal den anderen Fähigkeiten widmen. Ich hoffe, das Spiel geht noch eine Weile, damit wir das auch noch einigermaßen voll bekommen. Ja. Ja, wie gesagt, von der Story ist nicht wirklich viel passiert. Wir sind viel rumgelaufen, haben einige Sachen gesehen, aber ja. Ich
denke mal, diese Episode wird an sich besser werden als... Oh, wir müssen ihr folgen. Wird an sich besser werden als die, die ich an sich aufgenommen hätte. Hätte ich denn meine Sprache aufgenommen. Und hier können wir gleich... Oh, drei Lockpicks benötigt. Sieht einfach aus. Haben wir gleich mal alle unsere drei hier verwendet. Fertig. Und an sich bin ich dann doch... Ich habe Geld gefunden. In Bioshock finde ich dann... Ist manchmal doch ein bisschen gut, wenn man nicht so viel Action jetzt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das dann auch so findet. Erhöhe den Streuradius von Sprengwaffen. Hm, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Nicht so wirklich. Ja, war's das? Also... Das war's. Dafür haben wir drei Lockpicks verschwendet. Hier muss doch noch irgendwas sein. Kann es doch nicht gewesen sein. Also das ist ja jetzt mal echt eine miese Ausbeute. Hm, schade. Gut, dann folgen wir doch einfach mal der alten Dame. Oh, 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 das hätte ich nicht machen sollen. Ich bin nicht so ganz betrunken. Was mache ich denn jetzt? Da ist das schon wieder vorbei. Auf, nicht zum Grunde zu reichen. Oh. Oh. Upsala. Da hätten wir fast noch die unschuldige Frau abgeknallt. Nee. Wenn es keine Shotgun-Sachen gibt, dann irgendwie... Ich weiß nicht. Oh, wir können sie doch abschießen. Sorry. Sorry. Die sieht sogar einigermaßen aus wie die Mutter von ihr. Vielleicht war sie das sogar in ihrer Vergangenheit. Aber ich hoffe, das hat keine Auswirkungen auf die Zukunft, dass wir sie jetzt getötet haben. Was haben wir denn hier? Ah, hier. Diesen Trank. Das war die neue Fähigkeit. Die hätte ich letztens fast übersehen, aber habe sie dann noch bekommen. Also für den Fall, dass wir sie übersehen hätten, hätten wir sie jetzt hier bekommen. Das wäre auch okay gewesen. Gut. Alles zu hier. Kommen nirgends voran. Oh. Was ist los? Warum bist du so ängstlich? Das ist doch nur ein kleines Gegnerchen. Guck mal hier, den machen wir ganz schnell down. Ja. Oh. Ich dachte schon, dass uns ein Schuss gefehlt hätte, bis der down gegangen wäre. Hopp. Können wir nicht hoch? Okay. Oh, wir haben wieder einen Lockpick gefunden. Man findet also auch Lockpicks in Gegnern. Okay, das wusste ich noch nicht. Aber jetzt wissen wir es. The Faunus will bleed. Hm. Was los? Hier ist etwas Geld. Danke. Angehustetes Geld kann ich gern gebrauchen. Oder eher gesagt, gut gebrauchen. Ja. Heute ist mal mehr Looten und Leveln angesagt. Ich hoffe, das passt euch auch mal. Denn mir passt es eigentlich ziemlich recht. Ja, hier brauchen wir auch wieder drei Lockpicks. Also vielleicht... vielleicht wäre das sogar eine bessere Option gewesen, die hier zu verwenden. Hätten wir die hier verwendet. Aber kann man ja vorher nicht wissen, dass dann auch was Besseres kommen könnte. Und ja... Kriegst du das auf? Einer muss Schmiere stehen. Ja, natürlich. Gut. Ich denke, wir machen hier einfach mal einen Stopp, wenn es jetzt speichert. Speichert es. Nein. Spiel, wie kannst du nur? Ich möchte doch nicht alles wiederholen. Oh, wir sind zurück. Wir sind wieder hier. Ja, super. Ja, super, ne? Dann gehen wir einfach nochmal hier rein. Denn im letzten Part hat sie gesagt, dass wir dann... Oh! Erschreckt mich doch nicht so. Ich war gerade beschäftigt mit Leben. So, jetzt gibt's Stress. Ja, einen Moment, Lady. So, jetzt kannst du mir die Munition geben. Danke. So, wir machen uns aus dem Staub.
Aha. Ah, nehmen wir doch einfach... Nee, wir können am besten mal das gleich ausprobieren. Können wir uns so weit ranmaufen? Oh, das war die falsche Fähigkeit. Ich meinte eigentlich... Oh, und mir fällt auf, dass wir sogar alle Fähigkeiten haben. Coole Sache. Nein, ich möchte doch nur das haben, bitte. Lässt du mich hier an die Seite ran? Danke. Das hier, genau. Das wollte ich doch mal ausprobieren. Danke. Du bist aber auch wirklich flink, Elizabeth. Ja, hier ist eigentlich der Weg, wo wir lang müssen. Da können wir auch einfach die Gegner überspringen. Ja, hier ist jetzt offen. Cool. So geht's natürlich auch. Ich glaube hier... Ja, hier ist der Knopf. Gut. Was? Oh ja, alles wird gut. Denn wir machen jetzt einen Cut. Und dann hoffe ich, euch hat's gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Episode, wenn es dann mal wieder heißt Looten oder Leveln, eins von beiden. Ja, damit es am besten passt, am besten Leveln, ne? Und ja, reingehauen.